Leute, was geht? Heute gibt es das lang ersehnte Zone Wars Turnier. Es sind richtig kranke Spieler dabei, die ich rausgesucht habe. Falls ihr auch mitmachen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo und ein Like da und folgt mir auf Instagram, denn da kündige ich es immer an und sage euch, wie ihr mitmachen könnt. Es gibt leider keine Map, wo es 10 Runden lang nur Zone Wars gibt. Deswegen machen wir 5 Boxfights und 5 Zone Wars, was auf jeden Fall spannender und abwechslungsreicher ist. Ich bin auf jeden Fall mit Shorty und Erik im Call. Jungs, sagt mal hallo. Moin, 10er, du holst einen. Puh! Quick! Hast du gerade diesen Recon geholt? Oh. Quick! Aim up! Ah! Schade, aber die beiden One Pumps waren sick, beziehungsweise der 130er dann noch. Ey, ich vermisse Spaß so sehr, gell? Digga, hätte ich die auch noch geholt, das wäre so gut gewesen. Egal, Bruder, auf 4. Platz steht mein Name. Hat Erik gewonnen? Nein, das war Simon. Simon, was soll ich das sagen? Und Leute, ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, dass ich die Facecam auf die rechte Seite gemacht habe, dass ihr auf jeden Fall die Platzierung sieht. Und jetzt kommt zweite Runde. Wie gesagt, es gibt insgesamt 10 Runden. Jetzt Zone Wars. Zone Wars feiere ich irgendwie mehr, sage ich euch ehrlich. Wer ist es? Ich bin dead. Ja, komm doch. Digga, Shorty, wegen dir wurde ich big lasert. Du bist so eine Elotrix-Fresse. Ja, Junge. Ich hab meinen Peace Control. Wie, du hast einen Peace Control? Junge, was soll ich machen mit 3 AP? Ja, komm, Alter, nee, Mann. Ich wollte auf Shorty gehen, Alter. Der Shorty ist noch am Leben mit seinen 59 AP, anstatt dass er sich Mini gibt. Junge, was soll ich machen, wenn ich die ganze Zeit. Okay, checken wir mal kurz die Platzierung. Auf jeden Fall, den ich letzte Runde geholt habe, der mich jetzt gerade geholt hat, ist 2. Platz. Simon auf dem 1. Finnick auf dem 3. Nee, Finnick war so mein Favorit. Okay, jetzt schauen wir meinem Favoriten des Tages zu. Hat auf jeden Fall schon 6 Kills. Ist sehr, sehr vielversprechend. Ich sag, er wird die Runde auch easy holen. Hat so 3 Fische im Inventar. Ja. Spielt da locker runter. Und ist, glaube ich, somit auf dem 1. Platz. Ja. Na, was? Dieser Miski FNR. Er pusht mich jede Runde wie ein Fanboy. Läuft er mir hinterher. Als ob er mein Hund wäre. Als ob ich ihn an der Leine hätte. Dann gebe ich ihm einen 100er Pump-Hit und 2 49er Headshots. Und er schluckt, als ob er beim Bordell arbeiten würde. Boah. Lass den, ich kenne ihn. Nein! Erik ist, glaube ich, so richtiger Boxfight-Player. Aber wie? Vor allem mit Spaß. Aber wie? Jetzt hat er gechoked, weil wir ihm alle zuschauen. Der Junge kann nicht mit Druck umgehen. Gib dir den Slurpfisch. Arsch. Ja. Okay, Leute, 4. Runde. Erik ist gerade gut abgegangen. Hol den. Der holt mich jede Runde gefühlt. Alter! Katzenmoos! Ah, aber was hat er davon, wenn er mich pusht? Sag ich dir, wie es ist? So, ist mir egal, ob ich den Kill bekommen hab. Naja, das ist ein anderer. Ist mir egal, ob ich den Kill bekommen hab. So, weißt du, Hauptsache er ist dead, weil er mich nerven will. Das ist so, das gibt mir Erfüllung genug. Ah, Mann, Digga. Ich schwör, Zone Wars. Wir spielen 2-mal Zone Wars und 2-mal werde ich von dem geholt, gell? Er wollte mit mir Trio FNCS spielen, Digga. Niemals werde ich mit ihm spielen. Nee, aber ich glaube, der ist echt ganz gut. Ich weiß nicht, ob es 2-mal diesen Skin von Miski FNR gibt, aber wenn nicht, der huntet mich die ganze Zeit in Boxfights. Auf jeden Fall, Freunde, 4. Runde. Wir schauen Miski zu. Mal sehen, ob der Junge was kann. Sieht aber nicht so danach aus. Stirbt dann so, nee. Okay, Erik ist kurz vorbeigekommen und hat ihn geholt. Digga, was ist mit Simon los? Simon hier mit 10 Kills am Start. Auf einmal Simon Best Player geworden. Der Junge will's richtig wissen. Simon gegen Sneeves, der mich die ganze Zeit. Erik! Überragend, Junge! Irgendwas lauern. Gegen Finnick kannst du nichts machen. Finnick auf dem 1. Dann Simon auf dem 2. Sneeves auf dem 3. und Erik auf dem 4. Ich habe gerade anonyme Informationen bekommen. Shinax und Team mit Finnick, sie geben sich Calls und schießen sie sich an. Echt?
Nein, also. Oh, Erik! Okay, meine lieben Damen und Herren. Fünfte Runde Boxfights. Mann, Digga, ich werd dreimal hintereinander, glaube ich, in Boxfights von diesem Miski geholt und in Zone Wars von diesen Sneeves. Immer dasselbe. Und dann, weißt du, er holt mich und kurz danach stirbt er. Als ob es nur seine Mission wäre, mich zu holen. Stefan Abi hat Call gegeben, dass die Team. Männer. Oh. Männer, ich hab gerade aus der Zentrale einen Call bekommen, dass ihr teamt. Stimmt das? Inwiefern denn? Nein. Dass ihr euch nicht abschießt und so. Wir teamen nicht. Okay. Ja, ich hätte mir sogar gerade meinen eigenen Mate, also hier diesen, was heißt Mate, Minsky geholt sogar, hä? Dieser Minsky hier im Call. Ja. Junge, Boxfights, du bist immer neben mir. Ja, ich das weiß, ist so Digga, nervig. Halt dich fern von mir. Jawohl, Ding, Simex, wo sollten wir streamen? Du hättest gesagt. Mehrere. Aber die Sprachchats sind. Die sagen die ganze Zeit, ihr teamt. Nein, ja. Ehrlich, ich schwör auf meine Mutter. Ich, Digga. Okay. Oh mein Gott. Ja, okay, wenn ihr sagt, ihr teamt nicht. Ich hab grad ehrlich die Aufnahme an. Wenn du willst, kann ich zeigen. Ich hab durchgehend Aufnahme an. Ja, okay, wenn du Aufnahme hast, zeig danach. Ja, ja. Wir sagen halt nur meistens komm, let's go, weil wir gerade einen Call sind und so und okay. Uns kennen und sowas. Und dieser Digga. Stefan, oder nicht? Junge. Warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Ja. Der beste Zone-Player. Und der Stefan bleibt als Phoenix und sowas, als der schlechten Bastard und sowas. Alles gut. Stefan aber. Wieso? Aber wieso? Doch nicht. Digga, ich werde die ganze Zeit. Digga, meine Springtaste geht irgendwie nicht. Ich werde wirklich hochgehen, Digga. Das ist. So. Erik, du hast kennt ihr diesen Bug, dass die Springtaste nicht geht? Digga, ich habe Simon so ein 200er Brett gegeben. Oh mein Gott. Ey, der schwitzt so mein Leben, Digga. Oh, zum Glück hast du Simon. Erik, Digga, der hat mich die Brett gegeben. Ja, Simon wartet schon seit seiner Geburt auf diesen Tag. Der hat mir jeden Tag geschrieben. Direkt. Komm, Bro. Das war schade, aber dieser Sneeves ist gut. Ist auch cool, ja, dieser Regen ist gut. Okay, Jungs, bin wieder da. Also Erik ist voll schlecht. Digga, ich hatte Bug. Welche Runde ist denn das jetzt? Siebte. Ja, ne, er hatte 1 HP. Digga, zum vierten Mal werde ich von diesem Miski FNR geholt. Wieder 1 HP. Bro, es kann nicht sein. Ja, werd mich gerecht. Shorty, du bist der Beste, Junge. Erik, du jede Runde holst du mich. Meine lieben Damen und Herren, wir sind hier in der siebten Runde. Sneeves, der mit mir Trio tryen will, ist auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Finnick auf dem zweiten. Simon auf dem dritten. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieser Simon so gut ist. Dass der mir für Dings FNCS den Account gegeben hat. Der wohl selber zockt. Erik ist aber auch auf dem vierten. Erik ist auch Maschine. Ja, okay, achte Runde. Danach noch zwei. Ey, bitte lasst mich doch einmal in Ruhe, bitte. Ich schwör. Bei mir ich auch. Ich so getargetet, Junge. Das Bro, so denkst du ich nicht? Das ist bei mir unnormal. Also das nächste Mal schaue ich von Anfang an zu. Ich habe zwar ein paar One-Pumps und so verteilt, aber trotzdem. Das ist unmöglich. Auf welchem Platz ist er eigentlich? Auf dem fünften? Er kann eigentlich auch noch alles reißen. Vor allem, wenn er die letzten drei Runden gewinnt. Der war letzte Runde, also wir haben uns eingespielt, Zone Wars, war der richtig gut, dieser Miroslav Klose. Aber ich glaube, es wird sich zwischen Sneeves, Finnick und Simon entscheiden, da bin ich mir sicher. Hinter ihm ist noch einer, ja, war nicht so gut getimed. Dieser Simon ist actually echt gut, Mann. Also Background Story, woher ich den kenne, er hat mir einfach für FNCS, weil ich da noch nicht Champion war, einfach seinen Account gegeben, wollte unbedingt Zone Wars mitmachen. Ich so, ja, okay, ey, kannst du gerne machen. Und jetzt rasiert der hier komplett und ist einfach auf dem zweiten Platz gegen Sneeves, richtig spannend, der auf dem ersten gerade ist. Alter. Oh mein Gott, okay. Okay, Sneeves ist echt Maschine. Vorletzte Runde, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Ey, ich hätte wirklich gedacht, dass Finnick das gewinnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht da? Oh mein Gott, was geht da gerade ab? Simon hat das wieder gewonnen. Alter, so spannend. Letzte Runde hat Sneeves gewonnen, jetzt Simon. Ich weiß nicht, wie viel Overall-Wins die alle haben. Aber jetzt in der letzten Runde wird es nochmal richtig spannend zwischen Sieves und Simon. Eigentlich würde ich mich am liebsten jetzt umbringen lassen und einfach den beiden zuschauen. Aber ich crank einfach halt, bis ich die.
Alter, nee, ne? Nicht schon wieder, ja. Ich schwöre, jede Runde, das ist so anstrengend, als ob er drauf geiern würde. Ich will ihm nichts unterstellen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich wurde von 10 Runden vielleicht 7 Mal oder so von ihm geholt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Bei Gott sogar. Also entweder geiert er oder ist es einfach nur harter Zufall. Aber ich glaube eher, dass er geiert. Sneeves hat jetzt auf jeden Fall schon mal einen Kill. Okay, die letzte Runde wird jetzt nochmal richtig spannend. Jetzt entscheidet sich alles. Also entweder gewinnt Simon oder Sneeves. Die haben fast jede Runde gewonnen. Immer einer von den beiden. Oh mein Gott. Wer hat das mit ihm gemacht? Oh. Wer war das? Simon. Also dieser Simon ist wirklich stark. Das war auch richtig gut gemacht. Also overall, man kann wirklich sagen, es sind keine schlechten Spieler am Start. Das war mies gut. Boah, was hat er mit ihm gemacht? Was hat er mit diesem Simon gemacht? Boah, jetzt Finnick. Sag nicht, Finnick ist Erster. Nein, warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich will jetzt die Overall-Ergebnisse sehen. Finnick einfach auf dem ersten Platz, hat mit der letzten Runde alles aufgeholt. Simon auf dem zweiten und Sneeves auf dem dritten. Leute, falls euch das Zone-Wars-Turnier, Boxfight-Turnier gefallen hat und ihr noch mehr davon sehen wollt, als nächstes Custom Games, wo ihr alle mitmachen könnt, dann folgt mir unbedingt auf Instagram, denn da werde ich die Story posten, wenn wir Custom Games machen. Lasst unbedingt ein Abo und ein Like, dann nehmt mal im Kopf, kommt zu den letzten Videos. Ihr seid die Besten und tschüss.